Für die meisten Leute sieht das Leben wie folgt aus. Man muss von Punkt A zu Punkt B. Bei mir läuft das anders. Ich habe da so ein Problem mit Punkt B. Ich will in New York leben. Und ich nehme die Kinder mit. Was? Sag mal, spinnst du? Nach New York? Ich will da aber nicht leben. New York ist wirklich eine total schöne Stadt. Das kannst du vergessen, Wendy. Was blieb mir anderes übrig, als mit umzuziehen? Ich fand immer, dass mein Leben nicht einfach war. Und jetzt in New York wird mir klar, dass mein Leben vorher extrem einfach war. Witzig, dass du das Leben als zu kompliziert siehst. Guck dir doch dein Leben an und meins. Ich bin hier in New York, um in der Nähe meiner Kinder zu sein, die ich mit einer Engländerin habe und die nach New York zu einem Amerikaner gezogen ist. Hi. Ich habe ein Kind mit zwei Lesben. Du bist doch auch gar nicht dazu verpflichtet, in irgendeiner Art und Weise den klassischen Vater zu spielen. Ich bin mit einer Chinesin verheiratet, um Amerikaner zu werden und das Leben ist nicht kompliziert? Naja, es ist normal kompliziert. Aufmachen! Und jetzt hau sie alle vom Hocker. Gun, Shang, Yi, Zong, Lo. Es ist etwas kompliziert. Naja, sie ist ein bisschen eure kleine Schwester. Dann hat sie zwei Mamas und einen Papa, ja? Hoffentlich nicht noch mehr.